Anke Rehlinger ist das Regieren gewohnt. Seit 2014 steht die 45-Jährige an der Spitze des Landesministeriums für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr. Zudem war sie stellvertretende Ministerpräsidentin in der schwarz-roten Landesregierung. Jetzt sieht es ganz danach aus, als ob die SPD in Saarbrücken künftig alleine regiert. Die ehemalige Leistungssportlerin Rehlinger ist schon seit längerem im Saarland beliebter als der bisherige Ministerpräsident Tobias Hans. Bereits vor dem Wahlkampf zeigte sie stets, dass sie offen auf Menschen zugehen kann und schnell mit ihnen ins Gespräch kommt. Rehlinger war einst eine der besten Leichtathletinnen des Saarlands. Ihr Landesrekord im Kugelstoßen von 16,03 Metern aus dem Jahr 1996 hält noch immer. Die sportbegeisterte Rehlinger studierte Jura in Saarbrücken und trat 1998 der SPD bei. Seit 2018 ist sie Landesvorsitzende der Saar-SPD. Im Landtag sitzt die Mutter eines Sohnes bereits seit 2004. Nach Bildung der schwarz-roten Landesregierung wurde Rehlinger zunächst Ministerin für Justiz sowie für Umwelt- und Verbraucherschutz. Später stieg sie zur Wirtschaftsministerin und stellvertretenden Ministerpräsidentin auf. Im Januar 2021 wurde die Trennung von ihrem Mann bekannt.